Gott zusammen, ich bin der Julian Schlup aus Bargen im Kanton Bern und bin 11. Meine Geschichte heisst Corona auf Reisen. Das ist Corona. Corona ist ein Virus und knapp ein halbes Jahr alt. Sie wurde im Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei geboren. Sie ist die einzige Tochter von Corona und Corone. Corona war schon immer ein aufgewecktes, neugieriges Kind. Sie wollte die Welt und die Menschheit erkunden. Ihre Eltern verboten ihr, so jung auf Reisen zu gehen. Doch wer Corona kennt, der weiß, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie stur wie ein Stier. Und so geschah es. Corona schlich sich mitten in der Nacht auf den Tiermarkt in Wuhan. Freudig klammerte sie sich an einen älteren Herrn. Hatschi! Schon wurde Corona in tausend Teile zerrissen. Wo bin ich hier gelandet? Corona schauderte es. Sind das wieder Popel? Das muss eine Menschennase sein. Igitt! Da soll mal jemand sagen, dass Frauen keine Nasenhaare haben. Corona kroch mit aller Kraft an den Rand der Nase. Sie wollte weg von ihr. Weg! Einfach nur weg! Als Corona sich umschaute, erkannte sie, dass überall an den Menschengesichtern viele kleine Coronas klebten. Und zwar so kleine, dass ein Mensch mit bloßem Auge das sicherlich nicht erkannt hätte. Für Corona aber war es kein Problem, sich selbst zu erkennen, denn vor knapp einer Woche bekam sie eine neue Brille. Mit der Brille erkannte sie schnell, Mission Menschen erkunden war klar aus dem Ruder gelaufen. Was, wenn Corona und Corone mitbekommen, dass ich weg bin und doch überall bin? Vor Erschöpfung schlief Corona ein. Einige Tage danach erwachte Corona mitten in einem Döschen voller Coronas. Sie schaute nach oben und erkannte, dass sie unter einem Mikroskop lag. Corona wandte sich an die anderen Coronas. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Die ganze Welt steht im Moment wegen der Covid-19-Pandemie still, erklärte ein anderes Corona. Oh mein Gott! Das ist doch schlimmer, als ich mir das jemals ausgemalt hätte. Corona wurde es augenblicklich Angst und Bange. Eine Stunde später hatten die vielen Coronas einen Plan geschmiedet, um aus dem Labor zu gehen. Und Corona hatte somit eine neue Mission. Sie lautete Mission Impossible, Escape from the Laboratory, Back to the Normal Life. Glücklicherweise stand 5 Minuten später für den Laboranten die Mittagspause an. Aller Kraft stemmten sich die Viren an den Dosendeckel. Ein lautes Plopp und der Deckel sprang von der durchsichtigen Dose. Fluchend kam der Laborant angerannt. Doch die meisten Viren hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Im letzten Moment schnappte sich der Laborant die kleine Corona. Sie wurde verhört und musste ihre Adresse und die Namen ihrer Eltern angeben. Deine Eltern werden dich holen kommen. Das muss ein Ende nehmen, sagte später der Richter. Wieder zu Hause, sagten Coronas Eltern, warum hast du nicht auf uns gehört? Du hast Leid auf die Erde gebracht. Die Menschen mögen dich nicht. Das wollte ich doch aber gar nicht, erwiderte Corona traurig. Aber vielleicht habe ich den Menschen Gutes getan, denn wer weiß, vielleicht kann sich die Erde dank mir wieder regenerieren.